Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder, denn Mathematik macht Freude. Begleitet uns weiter in die wunderbare Welt der Raum- und Hohlmaße. Marlene, so eine Milchpackung schaut nicht wie ein Würfel aus, aber trotzdem ist ein Liter drin. Ja, ziemlich genau 1 Liter Milch und etwas Luft, die auch noch etwas Raum einnimmt. Das will ich messen. Okay, hier hast du ein Maßband. Hoch ist es 19,8 Zentimeter und breit 7,1 Zentimeter. Und die dritte Kante ist auch 7,1 Zentimeter. Die Grundfläche ist quadratisch. Marlene, mit Kommazahlen kann ich aber noch nicht rechnen. Kein Problem, das rechne ich. Ich bin ja schon im zweiten Gimmi. Da kommt 998,118 Kubikzentimeter raus. Also ziemlich genau 1000 Kubikzentimeter. Es müssen Kubikzentimeter sein, weil wir haben ja in Zentimetern gemessen, gell, Marlene? Stimmt. Und das ist jetzt genau 1 Liter. Ja, weil das sind ja fast 1000 Kubikzentimeter und 1000 Kubikzentimeter sind ein Kubikdezimeter. Und ein Kubikdezimeter ist ja das gleiche wie 1 Liter. Das heißt, in der Milchpackung ist wirklich circa 1 Liter drin. Ja, ziemlich genau. 1 Liter sind ja nicht nur 1000 Kubikzentimeter, sondern auch 1000 Milliliter, weil das Milli hat die Bedeutung ein Tausendstel. Milli steht für Tausendstel. Jep, die Vorsilbe Milli steht für ein Tausendstel von etwas. Ein Millimeter ist ja auch ein Tausendstel von einem Meter, also 0,001 Meter. So. Aber dann ist ja ein Kubikzentimeter gleich groß wie ein Milliliter. Richtig. Kann ich dann sagen, dass ein Würfel mit einer Kantenlänge von 1 Zentimeter dann 1 Milliliter groß ist? Das ist eher unüblich, aber es stimmt, dass ein Milliliter den gleichen Raum einnimmt wie ein Kubikzentimeter. Die Litereinheiten verwendet man nämlich hauptsächlich für Flüssigkeiten. Aha, bei Wasser oder Milch oder Saft sagt man Liter. Genau. In meine Trinkflasche passen 500 Milliliter. Wie viele Liter sind das? Na, überleg mal. 1 Liter sind 1000 Milliliter und 500 Milliliter sind die Hälfte von 1000 Milliliter. Dann ist das ein halber Liter? Ja, Simon, man könnte auch sagen 0,5 Liter. Und in ein Trinkglas passen ca. 250 Milliliter. Ein Viertel Liter oder 0,25 Liter. Und 125 Milliliter sind ein Achtel Liter oder 0,125 Liter. Genau, du kennst dich ja schon ein bisschen mit Brüchen aus. Nicht übel. Könnte ich, weil ja 1000 Milliliter gleich sind wie 1000 Kubikzentimeter, eigentlich 1000 von diesen Würfeln in eine 1 Liter Milchpackung geben. Grundsätzlich schon, aber du müsstest einige davon zersägen, weil die Kantenlänge der Milchpackung keine ganzen Zentimeter waren. Die Idee ist aber gut. Hast du eigentlich gewusst, dass es auch Deziliter und Zentiliter gibt? Zentiliter habe ich schon einmal gehört. Da haben wir die kleinen Gläschen, da wo 2 Zentiliter oder 4 Zentiliter draufsteht. Aber Deziliter kenne ich nicht. Ein Zentiliter ist ein Hundertstel von einem Liter. Oder anders, 100 Zentiliter ist ein Liter. 100 Hundertstel sozusagen. 100 Hundertstel sind ja logischerweise ein Ganzes, also hier 1 Liter.
Genau, du kleiner Bruchrechner. Und ein Deziliter ist ein Zehntel von einem Liter, so wie der Dezimeter ein Zehntel von einem Meter ist. Cool. Jetzt haben wir aber schon einiges gelernt, oder Marlene? Würde ich schon sagen. Na gut, fassen wir das doch einmal zusammen. Also, ein Liter ist gleich 10 Deziliter oder gleich 100 Zentiliter oder gleich 1000 Milliliter. Da gibt es dann noch kleinere Einheiten, aber zu denen könnt ihr euch dann selbst schlau machen. Ein Liter ist gleichzusetzen mit einem Kubikdezimeter. Diesen Raum kann man sich auch als Würfel mit 10 cm Kantenlänge vorstellen. So wie diesen Notizzettelhalter hier. Das ist der gleiche Raum wie 1000 Kubikzentimeter, also 1000 von diesen 1 Kubikzentimeter großen Würfeln. Denkt daran, dass die Form dabei eine beliebige sein kann. 1 Milliliter entspricht dann also auch einem Kubikzentimeter. Das ist ein Tausendstel eines Liters, beziehungsweise 0,001 Liter. Man sieht ja, dass die Ziffer 1 an der Tausendstelstelle steht. Damit wäre zum Beispiel ein Teelöffel befüllt. Zur Erinnerung, das kleine m, wenn es vor Einheiten steht, heißt Milli, ein Tausendstel. Hier seht ihr von links nach rechts verschiedene Saftvolumina. Im ersten Glas sind 250 Milliliter, also ein Viertel Liter. Gleich daneben die Hälfte davon, das heißt 125 Milliliter. Oder eben auch ein Achtel Liter. In diesem Glas sind 100 Milliliter. Und in dem daneben auch. Weniger euch, aber euren Eltern möglicherweise besser bekannt, sind die folgenden Gläser. Ihr seht Markierungen für 4 cm und 2 cm. Weiter geht's mit einem kleinen Dosierbecher, der 10 ml Saft in sich trägt. Und nur 1 ml? Wir haben gesehen, dass das in etwa ein gefüllter Teelöffel ist. Oder diese auf der Arbeitsfläche verteilte Wassermenge. Außerdem, und das wissen wir jetzt eh schon, ist ein Milliliter auch ein was? Richtig, ein Kubikzentimeter. Eine Sache noch, damit alles komplett ist. Es gibt auch die Einheit Hektoliter. Ein Hektoliter sind 100 Liter. Und die Vorsilbe Hekto kommt vom griechischen Wort für 100, nämlich Ekato. Ich weiß nicht, ob ihr euch ein 100 Liter Fass vorstellen könnt. Ich habe aber einen ambitionierten Wandersmann entdeckt, der mit einem großen Rucksack unterwegs ist und obendrauf noch eine Schlafmatte plus Schlafsack gepackt hat. Dieses Rückengepäck nimmt laut ihm einen Raum von 100 Litern ein. Also einen ganzen Hektoliter. Dieser Rucksack hat die Maße 88 cm mal 39 cm mal 29 cm. Sagen wir, der ist in etwa quaderförmig. Dann können wir das rechnerisch schnell überprüfen. Wenn wir diese Maße als Höhe, Breite und Länge ausmultiplizieren, dann erhalten wir 99.528 Kubikzentimeter. Runden wir das auf 100.000er, dann erhalten wir 100.000 Kubikzentimeter. Und was ist das jetzt in Liter? Moment, das ist ja ganz einfach. Ein Liter ist ein Kubikdezimeter. Und das sind 1000 Kubikzentimeter. Also sind 100.000 Kubikzentimeter 100 Liter. Dann hat unser Wandersmann recht gehabt.
Check. Falls ihr euch unter dem Rucksackbeispiel nicht so viel vorstellen könnt, hilft euch vielleicht das Badewannenbeispiel als sogenannte Stützpunktvorstellung. Stell dir eine Badewanne vor. In die passen ca. 150 bis 180 Liter Wasser. Das sind 1,5 bzw. 1,8 Hektoliter. Also nochmal, ein Hektoliter sind 100 Liter und das sind außerdem 0,1 Kubikmeter. Aber zum Kubikmeter kommen wir jetzt eh auch noch. Unter einem Kubikmeter kann man sich eine würfelförmige Box mit jeweils 1 Meter Kantenlänge vorstellen. Das heißt, jede Kante der Box hat die Länge eines Meters. Man könnte da eine Million Würfel mit Kantenlänge 1 cm einsortieren. Ja, wirklich, kein Spaß. Schauen wir uns diesen Kubikmeter etwas näher an. Wir stellen uns vor, wir würden diese 1 Kubikzentimeter großen Würfel fein säuberlich in die Box schlichten. In eine Reihe passen ja schon 100 Stück. Klar, weil in einen Meter passen ja 100 einzelne Zentimeter. Mit 100 Würfeln wäre also die erste Reihe voll. Direkt dahinter könnte ich noch eine weitere Reihe von diesen Würfeln legen, stimmt's? Ja klar, das ist möglich, es sind insgesamt 200. Und dann nochmal, es sind 300 und so weiter und so fort. Bis ganz nach hinten. Das kann ich 100 Mal machen. Also 100 mal 100. Und 100 mal 100 sind? Genau, 10.000. Damit wäre dann aber erst der Boden bedeckt. Und zwar nur auf 1 cm Höhe. Ich kann nun nochmals 99 mal übereinander 10.000 solcher Würfel in die Box schlichten. Das heißt, 100 Schichten von jeweils 10.000 1 Kubikzentimeter großen Würfeln. Also 100 mal 10.000. Das ist genau 1 Million. Logisch, oder? Wir stellen nun fest, dass 1 Kubikmeter tatsächlich 1 Million Kubikzentimeter entspricht. Und 1 Kubikmeter sind auch 1000 Liter. Warum? Das wisst ihr schon. Na, das waren ja jetzt geballte Infos, oder? Das Praktische an einem Video ist aber, du kannst jederzeit stoppen, pausieren und die Einzelheiten, die du noch nicht verstanden hast, einfach nochmal anhören. Das geht in der Schule leider nicht. Da musst du die ganze Zeit aufpassen. Im Mastery-Video zu dieser Serie kannst du nun überprüfen, ob du mit Raum- und Hohlmaßen versiert umgehen kannst. Das sichere Rechnen mit Kommazahlen ist dabei eine wichtige Voraussetzung. Viel Spaß dabei wünschen dir Marlene, Simon und meine Wenigkeit.